Der Führer stattete dem Hauptquartier des Oberkommandos des Heeres einen Besuch ab, um Generalfeldmarschall von Brauchitsch zu seinem 60. Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Während im Hauptquartier des Heeres gefeiert wird, beginnt vor Moskau die lange verzögerte Offensive gegen die sowjetische Hauptstadt. Von Hitler pathetisch zur letzten großen Entscheidungsschlacht dieses Jahres erhoben. Vor 50 Jahren war diese Fernverkehrsstraße natürlich noch nicht gebaut. Jedoch diente die Trasse Hitler bereits damals, Anfang Oktober 1941, als Autobahn, auf der seine Panzer in Richtung Kreml rollten. Jasma, wo wir jetzt sind, liegt noch ungefähr 200 Kilometer vor Moskau. Hier sammelten sich Dutzende von sowjetischen Divisionen, die eingekreist waren von 100.000 gegnerischen Soldaten. Weiter zurückweichen konnte man nicht, denn im Rücken lag Moskau. Nachdem die Deutschen den Kessel von Jasma geschlossen hatten, hielt das Oberkommando der Wehrmacht den Krieg schon für entschieden. Doch gerade hier sollte die Kriegsmaschinerie der Wehrmacht zum Stehen kommen. Die Einkesselung von Jasma war die letzte erfolgreiche Operation der Faschisten im Jahr 1941. Ich bin ja hier zum ersten Mal. Für mich ist Jasma nur ein Name, den ich allerdings in meiner Kindheit immer wieder hörte. Denn mein Onkel war hier als Soldat, auch im Oktober 41. Er erzählte eigentlich nie von Kesselschlachten und von Siegen, sondern immer nur von Dreck, von Schlamm und Sterben. Die Lage für die Deutschen war tatsächlich damals kritischer, als sie die Propaganda darstellt. Die Panzertruppen sind stark dezimiert und die Soldaten abgekämpft. Noch einmal aber werden sämtliche Reserven konzentriert. Was Hitler im August nicht wollte, will er jetzt, noch vor dem Wintereinbruch, die Eroberung von Moskau. Das Ziel kriegt einen sturmbewegten Namen, Unternehmen Taifun. Vielleicht ein ungewollter Hinweis auf die Unbekannte in der deutschen Gleichung, das Oktoberwetter. Zunächst macht das Wetter noch keinen Strich durch die Rechnung und das Signal zum Angriff kann wie geplant gegeben werden. Die Operation soll in zwei Phasen verlaufen. Erstes Ziel ist die Einschließung der sowjetischen Westfront in der Umgebung von Wjasma und der Reservefront in der Nähe von Bryansk. In der zweiten Phase soll dann der Vorstoß nach Moskau erfolgen. Schon am 13. Oktober kapitulieren die sowjetischen Truppen im Kessel von Wjasma. Die Soldaten fühlen sich alleingelassen. Schlechte Nachrichtenverbindungen zwischen den Stäben führen noch immer zu fatalen Fehlentscheidungen. Teile der 9. Armee rücken gleich am folgenden Tag weiter vor bis Borodino. An dieser Stelle hat Napoleon 1812 die Zarenarmee geschlagen. Denkmäler erinnern an die spätere russische Revanche für die Niederlage. Knapp 130 Jahre später ist das Feld von Borodino wieder Schauplatz von heftigen Gefechten. Wie verbissen hier gekämpft wird, zeigt der Munitionsverbrauch. In 4 Tagen verschießt eine Artillerieeinheit mehr Granaten als im ganzen Frankreich-Feldzug. Auf deutscher Seite ist auch die SS-Division Das Reich eingesetzt. Wir waren eine Kampftruppe und wir waren immer wieder eingesetzt und meistens immer
als Feuerwehr benutzt. Wenn irgendwo Durchbrüche waren, da hat man uns genommen, reingeschmissen, den Durchbruch bereinigt, dann wieder zurück und so. Und wir waren eine Elitetruppe und sonst gar nichts. So einfach war das nicht. Auf das Konto dieser Truppe gehen eindeutige Kriegsverbrechen wie das Massaker von Oradour. Die rigorose Kampfweise der SS-Divisionen ist auch an der Ostfront gefürchtet. Am schlimmsten wurde es, als die Deutschen Spähtrupps losschickten und nachts in die Häuser am Dorfrand, in denen wir untergebracht waren, Granaten reinwarfen. Dann gingen sie zum Angriff über, umzingelten uns praktisch, rollten mit Panzern auf uns zu. Das wurde ein richtiges Gemetzel. Denn wir hatten überhaupt nichts, um uns gegen diese Waffen zu wehren. Wir hatten keine Panzerabwehr oder sowas. Da wurde mir klar, was man auf unsere ganze Prahlerei wirklich geben konnte. Wir seien auf einen Krieg vorbereitet. Wir würden den Feind aus dem Konzept bringen, ihm keinen Fußbreit Erde lassen und so weiter. Am 19. Oktober wird der militärische Sperrriegel zum Schutz Moskaus aufgebrochen. Die ersten deutschen Truppen stoßen bis Moscheisk durch. Noch 100 Kilometer trennen sie von der sowjetischen Hauptstadt. Für die Luftwaffe nur noch ein Katzensprung. In Moskau wird die Lage angesichts dieser Bedrohung immer kritischer. Die Bevölkerung ist aufgerufen, bei der Verteidigung ihrer Stadt mitzuhelfen. Der Ernstfall wird geprobt. Die Gewölbe der Moskauer Metro sind als Luftschutzkeller vorgesehen. In Moskau zeigten sich schon erste Anzeichen von Panik. Die Regierung hatte beschlossen, einige Behörden nach Kuibyschew zu evakuieren und den Generalstab nach Asamas. Die Archive wurden in Sicherheit gebracht. Vor der Stadt wurde eine Verteidigungsfront gebildet mit Panzersperren. »250.000 Moskauer hoben Panzergräben aus und bauten Verteidigungsanlagen. Die meisten waren Freiwillige. In diesem Moment erlebte Moskau die größte Bedrohung. Aus den Fabriken werden die letzten Reserven rekrutiert. Sie sollen die Schutztruppen vor Moskau verstärken. Trotzdem muss die Rüstungsproduktion gesteigert werden. In zwei Monaten stellen die Moskauer Betriebe mehr Maschinengewehre her als 1940 sämtliche Fabriken des Landes zusammen. Ohne den Einsatz der Frauen wären diese Leistungen nicht denkbar. Wir hörten auch im Oktober nicht auf zu arbeiten, trotz der Bombenangriffe. Sie bombardierten auch unsere Fabrik. Eine Bombe explodierte direkt nebenan. Wir kriegten sehr viele Brandbomben ab. Die Fabrik hatte 4 Stockwerke und wenn es Alarm gab, liefen wir, unsere Brigade war speziell dafür zuständig, die Treppen hinauf aufs Dach und versuchten, die Brandbomben zu löschen. Die deutschen Luftangriffe versetzen die Bürger der Hauptstadt in einen Zustand dauernder Spannung. Gegen das Bombardement können auch die Zeppeline, die man zur Behinderung der Flugzeuge aufsteigen lässt, nicht viel ausrichten. Gleichzeitig wird am Boden ein gigantisches System von Sperranlagen errichtet. Hunderte Kilometer von Barrikaden und Panzersperren durchziehen die Stadt. Am 20. Oktober wird sie zur Festung erklärt und damit unter Kriegsrecht gestellt. Trotz der bedrohlichen Lage bleibt Stalin im Kreml. Nur Lenins Sarg wird vorsorglich aus dem getarnten Mausoleum weggebracht. Über der Stadt lastet die Furcht vor dem Einmarsch der Deutschen. Trotzdem war das so eine Zeit, wie soll ich sagen, eine fieberhafte Zeit, verstehen Sie? Die ganze Zeit über hörten wir Radio und lauschten den Nachrichten. Dadurch, nur dadurch lebten wir. Die Menschen lebten überhaupt nur noch für die Aussicht auf den Sieg. Aber sie brachten natürlich auch ungeheure Opfer. Zu der misslichen Lage in der bedrohten Hauptstadt kommen immer neue Hiobsbotschaften von der Front. Nach dem Kessel von Wjasma ist südlich von Bryansk ein weiterer, noch größerer Kessel geschlossen worden. 80 sowjetische Divisionen werden zerschlagen.
Der Wehrmachtsbericht meldet lakonisch 663.000 Gefangene. Seit Kriegsbeginn haben insgesamt schon 2 Millionen Sowjetsoldaten den Weg in die Gefangenschaft antreten müssen. Mehr als 1 Million haben sie nicht überlebt. So geschah es, dass sich der Ring von Süden her schloss, weil man unbedingt die Stellungen im Bezirk Wjasma halten wollte. Man hat es einfach versäumt, die richtigen Befehle zu geben. Das war eine klare Fehleinschätzung des Frontoberkommandos. Allerdings muss man auch die Geschicklichkeit der deutschen Wehrmacht in Betracht ziehen, die ja vom strategischen und operativen Standpunkt aus gesehen großes Können zeigte. Das muss man zugestehen. Und wenn es auch noch so bitter für die sowjetische Seite war. Das Kampfblatt der Hitlerpartei feiert den erneuten Sieg mit einer großspurigen Prophezeiung. Im Sog der militärischen Erfolge werden immer mehr Lebensbereiche für die fanatische Propaganda missbraucht. In der Weimarhalle eröffnete Reichsminister Dr. Goebbels die deutsche Kriegsbuchwoche. Er forderte in seiner Rede die deutschen Dichter auf, diese große Zeit des Ringens um die Geltung der deutschen Nation mit der Kraft des Wortes so zu schildern, wie sie der deutsche Soldat mit der Kraft des Schwertes gestaltet. Musiker sollen die müden Krieger auf andere, trostreiche Gedanken bringen. Der Komponist Lothar Olias singt für seine Frontkameraden. Nicht mehr Krieg versteuern brauchen, wenn wir wieder uns bekleiden, ohne Punkte abzuschneiden, jedes Auto tankt Benzin, dann ist Frieden in Berlin. Die psychologische Bearbeitung der Bevölkerung wird in beiden Diktaturen mit äußerster Raffinesse betrieben. So lässt sich Stalin trotz der überaus prekären Lage nicht davon abbringen, zum Revolutionstag am 7. November wie gewohnt auf dem Roten Platz eine Truppenparade abzuhalten. Anfang November erläutert er Molotow und Beria in seinem Arbeitszimmer kaltblütig sein Vorhaben. Die Truppen der Moskauer Luftabwehr müssen verstärkt werden. Die wichtigeren Militärführer an die Front. Die Parade eröffnen wird Budjoni. Wenn es während der Parade zu Bombenangriffen kommen sollte, müssen die Getöteten und Verwundeten zur Seite geschafft und die Parade zu Ende gebracht werden. Molotow und Beria glauben zunächst nicht richtig zu hören, doch sie müssen zugeben, dass der psychologische Effekt und die weltweite politische Resonanz nicht zu unterschätzen sein würden. Unauffällig kommen am 6. November in der U-Bahn-Station Majakowskaja rund 1000 ausgewählte Gäste zu einer feierlichen Sitzung des Moskauer Sowjets zusammen. Stalin hält die Festansprache. Erstmals gesteht er öffentlich größere Verluste ein. Nach seinen Worten sind in den ersten 4 Wochen des Krieges 350.000 Rotarmisten gefallen. Am 7. November rollt die Parade auf dem Roten Platz programmgemäß ab, obwohl 50 deutsche Divisionen unmittelbar vor der Stadtgrenze stehen. In seiner Rede rühmt Stalin in pathetischen Worten den Kampfgeist von Armee und Bevölkerung im großen Vaterländischen Krieg, räumt aber ein, dass es 378.000 Vermisste gebe. Dabei weiß der Woscht genau, dass es in Wirklichkeit viel mehr sind. Doch weil nach der Parteidoktrin ein sowjetischer Soldat nicht in Gefangenschaft gehen darf, verschweigt er die tatsächliche Zahl. Stattdessen tröstet er die Zuhörer mit der Ankündigung neuer Waffen. Gleichzeitig wird bekannt, dass ein tschechisches Bataillon unter Ludwig Svoboda an der Seite der Roten Armee kämpfen wird. Sofort nach der Parade zieht ein Teil der Truppen direkt an die Front. Im weitverzweigten U-Bahn-Gelände hat inzwischen auch der Stab von General Zhukov Quartier bezogen, dem neuen Befehlshaber der Westfront. Er und sein Stellvertreter Konjew wissen, dass das Schicksal der Roten Armee auf des Messers Schneide steht. Am 15. November haben die Deutschen die erste Moskauer Schutzstellung komplett überrannt und rücken jetzt gegen den zweiten Verteidigungsgürtel vor. Es gilt, die beiden Panzerverbände zu stoppen, die sich entlang der Rollbahn schon an die Schutzstellung herangekämpft haben. Im Norden ist Kalinin gefallen und der Gegner nähert sich Klin.
Im Süden hat Tula dem Angriff widerstanden, aber die Panzertruppen Guderians sind nun um die Stadt herum weiter nach Osten und Norden vorgedrungen. Die zweite Phase der Operation Taifun läuft an, doch die Voraussetzungen haben sich geändert. Nach tagelangen Regenfällen versackt der deutsche Vormarsch buchstäblich in Schlamm und Morast. Man stand also teilweise bieten Hüften im Schlamm drin. Und da gab es ja kaum eine Möglichkeit, es zu reinigen. Der Schlamm ist halt getrocknet. Nicht? Dann ist es diesmal wieder reingegangen. Das war also schon toll. Das war die idealste Tarnung, die ich je gesehen habe. Dreck, Dreck und nochmal Dreck. Und dann kam Regen, Tag und Nacht. Es war nur nass. Wir haben uns in Zeltbahnen umgehängt und den Steuern aufgesetzt. Und dann ist das fabelhaft runtergerannt in den Zeltbahnen. Aber mit der Zeltbahne hinten, das waren drei Zeltbahnen, ist da alles wunderbar hinten in den Stiefel reingelaufen. Entweder hinten oder vorne. Du hast immer nasse Füße gehabt und immer saubere wahrscheinlich. Nicht? Unsere Maschinengewehr so viel Dreck gehabt, da hat einer das Maschinengewehr angeschifft und der Fall war erledigt. Dann war es wieder sauber, aber weitergeschossen ist auch worden. Nee. Erst als es zu frieren beginnt, kann sich die Truppe wieder bewegen. Doch in dem verschneiten Gelände machen nun schnelle sowjetische Reiterregimenter den Deutschen immer mehr zu schaffen. Dabei tun sich die Kosaken unter Generalmajor Dovator durch besondere Tapferkeit hervor. Ein weiteres Problem sind die Transportverbindungen, die durch die Kälte buchstäblich auf Eis gelegt sind. Die ständigen Überfälle von Partisanen behindern den Nachschub zusätzlich. Dieser heimliche Krieg eskaliert und führt zu immer grausameren Racheakten. Zulauf erhalten die Partisanenverbände vor allem aufgrund des brutalen Vorgehens der SS in den besetzten Gebieten. Auf den plötzlichen Wintereinbruch sind die Deutschen überhaupt nicht vorbereitet. Vom Nachschub aus der Heimat weitgehend abgeschnitten, müssen sie nun mit völlig unzureichenden Mitteln versuchen, bei Schnee und Frost noch einigermaßen beweglich zu bleiben. In der eisigen Kälte erweist sich ihre Sommerausrüstung als völlig unzulänglich. Hitler hat die Auslieferung von Winterausrüstung immer wieder hinausgezögert, um bei den Soldaten den Glauben an die rechtzeitige Beendigung des Feldzuges nicht zu untergraben. Ja, wir hatten keine Winterkleidung. Die kam ja viel zu spät, nicht? Und das war schon was Schlimmes, nicht? Es gab Erfrierungen hauptsächlich an Füße, nicht auch an Hände, aber hauptsächlich an Füße. Es waren schon allerhand Ausfälle gewesen, nicht das. Und so, ich habe zum Beispiel einen toten Russen die Spielstiefel ausgezogen. Somit habe ich verhindert, dass die Füße erfroren sind, nicht. Ich habe sonst nie angefangen, was abgenommen, aber ich dachte, der toten Russen kann ja nicht, mir schaden, nicht. Die Bekleidung für die Soldaten war immer noch dieselbe, wie wir in Frankreich auch angehabt haben. Ich habe Unterhosen angehabt, die habe ich in Frankreich schon gehabt, die Hosen. Also wenigstens der Typ von so Hosen, da habe ich bloß noch einen Gummizug dran gehabt und da waren noch einige Fetzen dran. Das waren meine ganze Unterhosen. Und Socken, das Übliche, mehr Löcher wie Socken. Und die Stiefel waren teils schon durchgegangen, die haben dann nicht mehr repariert worden. Du hast da keine Stiefel gekriegt, weil der Nachschub nicht da war. Ne? In den Sanitätszelten können die Erfrierungen der Soldaten nur notdürftig behandelt werden. Durch die Menge der Kälteopfer sind die Krankenstationen völlig überlastet. Gleichzeitig fordern die Kämpfe immer höhere Verluste. Bis Ende November steigt die Zahl der Gefallenen auf 154.750 an. Vorwärts geht es nur noch im Süden.
Die 11. Armee versucht, die Halbinsel Krim zu besetzen. Endziel Sewastopol. Gleichzeitig stößt die Panzergruppe 1 Richtung Rostow vor. Der Eingang zur Krim ist mit einem tief gestaffelten Verteidigungssystem abgeriegelt. Drahthindernisse, Minenfelder und Flammenwerfer, die per Fernbedienung ausgelöst werden, bilden einen tödlichen Gürtel. Hier sind auch Holzkastenminen im Boden vergraben, die von den Suchgeräten der deutschen Pioniere nicht geortet werden können. In diesem Frontabschnitt hat die sowjetische Luftwaffe ein deutliches Übergewicht und bringt den Deutschen empfindliche Verluste bei. Panzergruppe 1, die inzwischen zur 1. Panzerarmee avanciert ist, stößt zur gleichen Zeit in Richtung Rostow vor. Ihr Befehlshaber, Generaloberst von Kleist, hat den Auftrag, die Industrieregion am Donetzbecken so schnell wie möglich einzunehmen, um die riesigen Produktionsanlagen für die deutsche Wirtschaft nutzen zu können. Im Wirtschaftsministerium in Berlin ruht die Hoffnung seit Wochen auf der Eroberung dieser Region. Am 8. November tagt hier unter Vorsitz von Reichsmarschall Göring ein Wirtschaftsausschuss, der das wirtschaftliche Vorgehen in den besetzten Gebieten festlegt. Erfordernisse der Kriegswirtschaft haben absoluten Vorrang. Die Gebiete sollen unter kolonialen Gesichtspunkten und mit kolonialen Methoden ausgenutzt werden. Für Großstädte kann nichts getan werden. Folgen hart, aber unvermeidlich. Betriebe werden von Firmen übernommen, die erforderliche Fachkenntnisse besitzen und ähnliche Betriebe im Reich betreiben. Damit sollen die deutschen Großkonzerne animiert werden, sich über neu geschaffene Ostgesellschaften an der Ausbeutung der besetzten Gebiete zu beteiligen. Mit Alfred Rosenberg wird ein Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt, der sich schon früher durch rassenideologische Thesen und antisemitische Kampfparolen hervorgetan hat. Währenddessen gehen die Kämpfe auf der Krim unerbittlich weiter. In Simferopol, das die Wehrmacht Anfang November einnimmt, ist nach den Gefechten kaum mehr ein Stein auf dem anderen geblieben. Kurz darauf fällt auch Jalta, wo nur 3 Jahre später der Untergang des Deutschen Reiches besiegelt werden wird. Bauten aus der Zarenzeit. Jalta war damals in der ganzen Welt als Kurort und Seebad des zaristischen Russland bekannt. Während der Hauptteil der 11. Armee jetzt auf Sewastopol angesetzt ist, versucht der nördliche Flügel, die Meerenge zum Asowschen Meer bei Kertsch zu besetzen. Die Verluste sind so hoch, dass viele Kompanien nur noch aus 20 bis 30 Mann bestehen. Unter den weniger vasallentreuen Generälen wächst der Unwille über die unsinnigen Menschenopfer. Was wie erfolgreiche Strategie aussieht, bringt in Wirklichkeit die völlig abgekämpften und dezimierten Truppen durch die immer länger werdende Front in eine äußerst bedrohliche Lage. Am 21. November erobert Kleists Panzerarmee Rostow das Tor zum Kaukasus, das Tor zu den Ölquellen im Osten. Marschall Timoschenko, der jetzt die Südwestfront befehligt, setzt 3 Armeen ein, um diese lebenswichtige Drehscheibe zurückzuerobern. Als die Russen auch noch von See her angreifen, droht den Deutschen die Umzingelung. Am 29. November gibt Feldmarschall von Rundstedt den Befehl zum Rückzug, nachdem bereits Tausende von deutschen Soldaten in Gefangenschaft geraten sind.
Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd hat eingesehen, dass er nur so den Verlust der gesamten 1. Panzerarmee vermeiden kann. Als Hitler in seinem Hauptquartier davon erfährt, gibt er umgehend Anweisung, den Rückzug zu stoppen. Am nächsten Tag notiert Generalstabschef Halder in sein Tagebuch: Der Oberbefehlshaber des Heeres war mittags 13 Uhr zum Führer bestellt. Es scheint eine mehr als unerquickliche, einseitige Aussprache gewesen zu sein, in welcher der Führer nur mit Vorwürfen und Schmähungen um sich warf und unüberlegte Befehle gab. Den Befehl, nicht zurückzugehen, hat der Oberbefehlshaber des Heeres leider dem Wunsche des Führers folgend gegeben. Die Antwort des Feldmarschall von Rundstedt war, er könne diesen Befehl nicht ausführen und bitte um Änderung des Befehls oder um Enthebung von seiner Stellung. Und Hitler telegrafiert zurück: Ich gebe Ihrem Ersuchen statt. Legen Sie das Kommando nieder. Gleichzeitig übergibt er die Führung der Heeresgruppe an Generalfeldmarschall von Reichenau, einen ihm ergebenen Gefolgsmann. Doch auch der meldet 24 Stunden später: Der Russe bricht in die überbeanspruchte, dünne deutsche Front ein. Wenn eine Katastrophe vermieden werden soll, muss die Front zurückverlagert werden bis hinter den Mios. Es geht nicht anders, mein Führer. Rostow wird geräumt. Damit hat die Wehrmacht ihre erste ernsthafte Niederlage erlitten. In der Heimat werden diese Ereignisse verdrängt. Ein routinierter Unterhaltungsapparat versucht mit allen Mitteln, die Menschen von der harten Wirklichkeit des Krieges abzulenken. Im ersten deutschen Farbfilm unterhält Marika Röck das Publikum mit schwungvollen Tanz- und Gesangseinlagen. Krim nehmen die deutschen Truppen Sewastopol unter Beschuss. Diese riesige Seefestung ist für die Rote Armee zu wichtig, als dass man sie im Rücken der Front bestehen lassen kann. Aus dem gleichen Grund setzt die Stawka alles daran, diese Stadt zu halten. Die Festungsartillerie wird noch verstärkt. Die Wehrmacht setzt mit Dora das größte Geschütz der Welt ein. Kaliber 80 cm, Reichweite über 40 km, Rohrlänge 32,5 Meter. Wie in Leningrad kämpfen auch in Sewastopol Eliteverbände der Armee Seite an Seite mit Soldaten der Marine. Und sie kämpfen erfolgreich. Die Deutschen kommen zwar bis an die nördliche Stadtbefestigung heran, müssen dann aber aufgeben, weil von Osten her die Gefahr einer Abschnürung droht. Ausrüstung und Truppenstärke reichen nicht mehr aus, um das gesteckte Ziel jetzt zu erreichen. Das ist ein Bunker vor Sewastopol, der Festung auf der Krim. Sie wird zu einem Prüfstein für das Unternehmen Barbarossa. Denn hier zeigt sich, dass der Widerstand nicht im Husarenritt gebrochen werden kann. Der Wettlauf mit der Zeit ist nicht mehr zu gewinnen. Das Wabonspiel droht zu scheitern, weil zu wenige, zu schnell, zu viel erreichen sollen. Und zu spät beginnt sich jetzt bei manchen Generälen an den Fronten diese Einsicht durchzusetzen. Doch sie meutern nicht, sie murren nur. Erst zaghaft weigern sich nur wenige, jeden sinnlosen Befehl zum Angriff zu gehorchen. Und einer geht hier auf der Krim sogar zurück, weil er nur so die Männer seiner Division vor der Vernichtung retten kann. Doch Rückzug ist für Hitler gleichbedeutend mit Verrat. Und er verurteilt diesen General zum Tode. Menschenleben zählten nicht für unseren Diktator und für euren? Ich finde, es spricht für sich, dass wir bis vor kurzem nur vage, auf Millionen abgerundete Zahlen der Gefallenen kannten. Hier auf dieser heiligen, mit dem Blut vieler tausender Soldaten und Matrosen getränkten Erde
möchte man jeden einzelnen von ihnen namentlich aufrufen. Seit Jahrhunderten ist Sewastopol berühmt als Bollwerk, geprägt von dem Mut und der Beharrlichkeit seiner Verteidiger. So war es auch im Zweiten Weltkrieg. Die nächste und letzte Folge unserer Serie erzählt von einem der Schlüsselmomente dieses Krieges, der Schlacht um Moskau.